Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute möchte ich wieder einen meiner liebsten Outdoor-Artikel vorstellen, beziehungsweise den, wo ich mir auf jeden Fall wieder kaufen würde. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, warum und so weiter, dann bleibt es einfach dran. Ach, und nebenbei suche ich noch ein neues Waldstück ab, das mich interessiert für einen Overnighter oder so. Also bleibt mal dran. Oh, eigentlich ganz schön groß und geländig hier, gar nicht so schlecht. Aber jetzt werde ich dann gleich in der Nähe sein, wo ich hin wollte, und mir das mal kurz ansehen. Krass, hier geht es ganz schön runter. Schaut sich das mal an. So, das wär's doch mal, oder? Jetzt gehe ich noch ein Stück nach oben und dann schaue ich nach dem Platzsaal. Ich habe nämlich langsam Hunger gekriegt. So, irgendwelche Hilfen gibt es immer. Ich habe jetzt einfach hier ein Gummiband genommen und die Kamera an einem Baum befestigt. Wunderbar funktioniert das. Genau in der richtigen Höhe, damit ich mit euch reden kann. Also, mein Bushcraft bzw. Wandern Outdoor Artikel, den ich wieder kaufen würde in dieser Reihe, ist tatsächlich die Amazonas Ultralight Wanderhängematte. Die hat 199 Gramm und die habe ich jetzt über ein Jahr und die hat sich mehr als bewährt. Die ist einfach sehr, sehr bequem und schnell aufgebaut. Ja, du kannst in die Hosentasche verstecken, in die Jackentasche, die fällt kaum auf. Dazu natürlich auch den dementsprechenden Adventure Rope, das ganz leichte Aufhängeseil. Und was ich auch noch habe dabei, sind immer Baumgurtverlängerungen, denn die hier sind nicht immer so lang und bei richtig dicken Bäumen wird es dann schon kritisch. Ja, so ist das. Dann spannen wir den doch einfach mal auf. Also darum könnte knapp werden. Das ist so ein Beispiel, wo man dann die Verlängerung braucht. So, haken wir das hier ein. Gleiches Spiel nochmal. Sieht die Sache schon um einiges besser aus. Und man sieht's, dann kann man hier das einfach ziehen, wie man das so braucht. Und schon ist es eigentlich so gut wie fertig. Perfekte Geschichte. Ja, ein bisschen steiler machen. Oder ein bisschen lockerer sogar. Man sollte es immer so aufspannen, dass man über dem Boden gut sitzen kann. Ja, genau. Und zack, ist es fertig. Super geile Sitzmöglichkeit. Oder einfach zum Liegen. Ah. Herrlich, herrlich, herrlich. Perfekt, Leute. Tja, da ich aber trotzdem
mein Stativ nicht dabei habe, muss ich weiterhin improvisieren. Also normalerweise hätte ich ja das Rode-Mikrofon jetzt angeschlossen. Das wäre auch super von der Quality. Kann man aber jetzt nicht bringen. Naja, mei, was soll's. Also ich habe jetzt, wie gesagt, richtig Hunger bekommen. Und habe mir mal diese Schinkenhörnlis gekauft. Die kosten Euro noch was, 50 oder 60 oder maximal 1,80 Euro, meine ich. Und die möchte ich heute mal ausprobieren, weil ich Trekking-Nahrung-Alternativen noch suche. Ich mache eine größere Tour mit dem René und dem Sven Dix. Und ja, also alles ein bisschen minimalistischer muss das werden. Also es sind 3 Tage. Dann probiere ich jetzt einfach mal ein bisschen aus. Das wäre dann auch ganz interessant zum Beispiel. Dass das so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. So, Wasser brauchen wir ja auch. So. Eigentlich könnte ich den ganzen Rucksack hier vor verlegen. Das mache ich jetzt auch. So. Zack. Erstmal weg mit dem Krempel. Sodala. Ja, genau. Also das wäre eben die Idee, das jetzt mal zu testen, weil in dem Kochset befindet sich der Mini-Kocher hier. Einmal natürlich die Gaskartusche zum Saubermachen was und ein Kaffeebecher, ein Faltbecher. So war die Idee. Aber heute möchte ich jetzt eben mal ausprobieren, wie diese Nudelhörnli die Dinger da taugen. So, schauen wir mal. Ich habe einfach mal richtig Lust hier, das auszuprobieren. Weil wenn der Kocher natürlich nicht so gut ist, also Wasser kann er erhitzen, das ist überhaupt kein Thema. So ein bisschen out of topic jetzt gerade. Sorry, wir kommen dann gleich wieder auf die Hängematte zurück. Passt. Bin ich ja mal gespannt. Ja, 500 Milliliter Wasser, okay. Und wir wahrscheinlich ein bisschen weniger Wasser nehmen jetzt erstmal. So. Müssen da rein. Weil ich habe ja nicht so viel Platz da in der Tasse. Aber das muss eben funktionieren. So. Ich möchte nicht allzu viel Geschirr mit rumschleppen dann. Tja, ich habe noch eins. Ich habe sogar noch mehrere. Ist ja logisch, dass man sowas immer dabei hat oder zu Hause haben sollte. Brauchen wir gar nicht reden. Okay, dann geht's weiter. Schauen wir mal, ob der zündet hier. Geht doch. Ja, so kann man es aushalten. Schade, dass das Wetter so schlecht ist, schon wieder alles zugezogen, richtig frisch wieder. Und wie schaut es hier aus? Ich glaube, das wird jetzt dann überkochen. Ding ist gar nicht so schlecht hier. So, muss ich euch das
Jetzt muss ich aber euch doch mal weglegen schnell, sonst wird das hier mit dem Kochen gar nichts mehr. Also wie ihr seht, das kleine Ding, das reicht völlig aus. Das ist zwar nicht so stabil, wenn man die kleinen Gaskartuschen nimmt, dann werde ich dann nochmal so einen Standfuß nehmen. Den habe ich noch von dem, wie heißt der, Jetboil. Den werde ich da unten dran machen, dann hält die ganze Geschichte auch. Super Sache. Macht seinen Dienst. Gar nicht schlecht, das reicht für die Tour auf jeden Fall mit den 3 Tagen. Klasse Sache. Ja, warum würde ich mir jetzt, wie gesagt, diese leichte Hängematte immer wieder kaufen, wenn sie kaputt wäre oder ich sie verlieren würde etc. Die ist ja schon in vielen meiner Videos aufgetaucht und ich finde die einfach genial. Die ist eben leicht, man kann die einfach so in die Hosentasche mitstecken. Das habe ich zwar noch nie gemacht, aber es geht theoretisch. Oder wenn du einen Tagesspaziergang machst oder so und findest ein tolles Platz im Wald, Hängematte auf und dann kannst du einfach glücklich sein da. Hast was zum Sitzen, was zum Liegen. Auf Trekkingtouren ist auf jeden Fall super. Manchmal, wenn man Rückenschmerzen hat, dann ist so eine Hängematte einfach ideal. Legst dich rein und dann entspannt sich das Kreuz und du bist wieder fit. Übernachten würde ich in dieser Hängematte jetzt nicht. Das habe ich auch noch nie gemacht und habe ich auch nicht vor. Dafür habe ich andere und die werde ich euch mit Sicherheit auch mal zeigen. Beziehungsweise habt ihr sogar schon gesehen. Ja, auf jeden Fall ist die große Klasse hier. Ja, da sieht man es nochmal. Ist wesentlich besser, als wenn du irgendeinen Stuhl mit rumschleppst, der wiegt fast ein Kilo. Also mindestens so 750 Gramm und die hier eben 199 Gramm. Das kann man leicht verschmerzen und deswegen stehe ich total auf die Hängematte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist auch wichtig, dass man sich dazu vielleicht diese Adventure Ropes dann nimmt, weil das ja auch wenig Gewicht hat. Habt ihr gesehen, schnell aufgehängt. Wunderschön, tolle Sache. Und da kann man es echt super aushalten. Und ich werde jetzt hier mein Essen nochmal anschauen. Wie sieht das aus? Komische Farbe, aber ich glaube, das passt schon. Jetzt werde ich das gleich mal probieren. Jetzt werde ich mir so ziemlich gleich das Maul verbrennen, schätze ich. Ne? Ah, geht. Passt. Schmeckt nicht schlecht, ein bisschen Salz kann auch dran. Schmeckt ein bisschen wie Nudeln in Rahmsoße. Gar nicht verkehrt. War eine gute Idee. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Das sind diese Schinkenhörnlis heißen die. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist der Nachteil von diesem kleinen Brenner. Der brennt hier wieder punktuell. Genau in der Mitte das Zeug an. Macht ja nichts für eine Tagestour, aber bei einer 3-Tagestour ist das schon fast ein bisschen scheiße, weil ich möchte nicht etliche Töpfe mitnehmen, weil den kriegst du so schnell nicht mehr sauber, denke ich. Das habe ich schon oft genug gehabt. Ja, auch ein wichtiger Punkt, finde ich, ist ja zum Beispiel mit der Hängematte gleicht sich hier natürlich jeder schräge Boden aus. Top Geschichte. Mit einem Stuhl würdest du hier wahrscheinlich eher einsinken, ist dann unbequem. Außer vielleicht mit dem Groundshare, aber der kostet sehr viel Geld. Und ja, generell ist es hier sowieso ein bisschen schräg. Das geht also so. Und das ist natürlich dann optimal, schön ausgeglichen da zu liegen oder zu sitzen. Auch ein sehr wichtiger Grund, finde ich, oder überhaupt ein Grund, eine Hängematte mitzunehmen. Aber die meisten sind relativ schwer und diese Ultralight, die ist echt perfekt dafür, dass man die einfach mal hier so mitnehmen kann. Und mich würde mal interessieren, was euer liebster Outdoor-Artikel bzw. Buschkraft- oder Wanderartikel ist. Schreibt es mir doch in die Kommentare unten rein. Zusätzlich oben wieder der Link zu meiner Webseite und Instagram. Schaut da auch vorbei, weil nicht immer filme ich und mache halt lieber Fotos und so. Da ist dann bei Instagram auch jede Menge dabei. Gut. Das war es wieder von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann gebt es mir einen Daumen runter. Wenn doch, dann nach oben. Lasst mir bitte ein Abo da. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ohne euch wäre das Ganze hier ziemlich langweilig, YouTube und so weiter. Und vielleicht demnächst erzähle ich euch von der Trekkingtour, die geplant ist. Also, bleibt dran am Kanal. Schaut's gerne wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus, ciao.